Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Windows. Heute wollen wir uns ansehen, jetzt wissen wir, das letzte Mal haben wir gehört, wie das Dateisystem von Windows aufgebaut ist. Jetzt wissen wir eigentlich, wie wir das finden sollten. Wie können wir auf dieses Dateisystem, auf diese Dateien zugreifen? Habe ich vor zwei Videos, glaube ich, schon mal hergezeigt, da links unten. Da gibt es den Windows Explorer. Der liegt normalerweise da links unten. Wenn er nicht da links unten liegt, dann liegt er irgendwo. Da zum Beispiel im Startmenü, Start, alle Apps. Und da muss es auch irgendwo den Explorer geben. Explorer hier. Ja? Also so kann man ihn starten. Wenn man ihn startet, dann schaut das so aus. Tata, das ist das Explorer-Fenster. Und das schaut einmal auf dem ersten. Aber da sehen wir schon irgendwas. Doppelpunkt, Backslash, Videos auf... Aha, da sehen wir schon Pfade. Das haben wir das letzte Mal erklärt. Aber wo, das sind nur irgendwelche Ansammlungen. Das ist, weil uns Windows helfen will, auf unsere alten Dateien oder auf die Dateien, die wir in der wir mit letzter Zeit gearbeitet haben, zuzugreifen. Aber ignorieren wir das einmal. Schauen wir uns den linken Teil des Explorers, das kann man hier mit diesem Pfeilchen, kann man das verschieben, wir machen ein bisschen größer. Schauen wir den mal genauer an. Und da unten gibt's dieser PC. Da geht's jetzt tatsächlich um die Laufwerke, die in diesem PC vorhanden sind. Ja, steht da unten bei mir. Und da gibt's zum Beispiel lokaler Datenträger C. Und da sehen wir dieses Windows-Symbol dabei, da ist das Windows drauf. Und ich habe gesagt, das ist ganz üblich auf C. Dass das C dass die Hauptfestplatte ist, ist ganz üblich. In diesem Fall ist das C da unten eine SSD und wenn ich da drauf drücke mit der linken Maustaste, dann sehe ich das sogenannte Root-Verzeichnis von diesem lokalen Datenträger C. Ja? Und da sehe ich dieses Symbolchen hier, das sind Unterverzeichnisse, sind Verzeichnisse. Warum haben die so ein komisches Symbol, weil auf Englisch heißen die Folder. Okay? Folder ist eine Faltmappe, wo man halt verschiedene Sachen hineinlegen kann. Das kommt von der Dateiablage, von Datenablage, wie es halt früher war, auf Zählen geschrieben, in irgendwelche Mappen zusammen, mehrere Mappen in einer Mappen zusammen. Deswegen schaut das so aus, ein Folder. Also das ist, bei uns heißt es Verzeichnis. Okay? Verzeichnis. Und wenn ich in ein Verzeichnis hineinwechseln will, dann würde ich wahrscheinlich draufdrücken. Hier, benutze zum Beispiel. Das geht nicht. Draufdrücken geht nicht. Ich muss einen sogenannten Doppelklick machen, zweimal hintereinander kurz, Doppelklick. Und da sehen wir, aha, auf meinem PC gibt es nur einen Benutzer und einen öffentlichen Ordner. Das HP, das bin ich. Und das ist, gehe ich rein. Das sind meine, manche dieser Verzeichnisse haben spezielle Formen. So zum Beispiel die Downloads. Oder da Musik, OneDrive, die haben jetzt spezielle Icons, sind aber auch ganz normale Verzeichnisse. Ganz normale Verzeichnisse. Okay? So. Also gehe ich da rein in die Documents. Jetzt bin ich, wo bin ich jetzt überhaupt schon? Das sehe ich da oben. Aber das sehe ich so, wie ich es lesen würde. Also nicht mit diesen Backslashes und so weiter, wie ich es letzte Mal gesagt habe. Nur wenn ich eine klicke. Schau. Wenn ich eine klicke und noch editieren kann, da sehe ich das schon. C, Doppelpunkt, Users, bitte, Documents. Da bin ich. Ja. Das ist mein lokaler Pfad. Ja. Und da, wenn ich da zum Beispiel auf Punkt, Punkt wechselt, bin ich eines drüber. Ich habe ja gesagt, gell, relative Pfade. Ja, also das kann ich da oben eingeben. Ganz cool. Ja. Documents. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das können wir üben. Ja, Documents. Da ist nicht viel drin, so wie es ausschaut. Ja, so wie es ausschaut, ist da nicht mehr viel drinnen. Jetzt, wie lege ich denn so ein Verzeichnis an? Wie lege ich denn das an? Ja? Also, geht sicher da oben auch irgendwo. Ja, da mit neu. Nämlich zum Beispiel Ordner. Ja, einen neuen Ordner. Neues Verzeichnis. Neuen Ordner. Oder rechte Maustaste. Neu. Ordner. Ja. Und okay, mein neuer Ordner. Mein neuer Ordner. Habe ich den benannt? Jetzt hat er einen Namen. Ja. Wenn ich den einwechselt, bin ich halt jetzt in C, Users, B, Documents, mein neuer Ordner. Schön.
Ja? Wenn ich wieder eins nach oben will, wie mache ich das? Kann ich entweder da drauf drucken. Ja? Funktioniert. Ja? Kann irgendwo hinwechseln in diesem Pfad. Ja? Oder eine andere Möglichkeit, da hineinzuwechseln, ist hier aufklappen. Dann kriege ich immer die Unterordner, kriege ich in so einer Baumstruktur. Benutzer, Behe, kriege ich angezeigt. Dann haben wir da die Documents. Mein neuer Ordner, da ist er schon, bin ich schon da. Bin ja auch schon da. Ja. Also so funktioniert der Windows Explorer. Das ist ja ganz convenient eigentlich. Ja. Und jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt will ich da irgendwas hineinlegen, eine Datei. Und das würde vielleicht auch mit neu gehen. Schauen wir mal. Ich nehme jetzt einfach, ein paar Sachen werden mir angeboten. Ich nehme jetzt einfach ein Textdokument. Das ist mein Standarddokument, mit dem ich das herzeige, ein Textdokument. So, das braucht einen Namen, das Textdokument braucht einen Namen. Das heißt, Text der Liebe. Jawohl, das ist schön. Text der Liebe. Das. Aber, Moment, haben wir nicht gesagt, Dateien haben einen Namen und eine Erweiterung? Wo ist die Erweiterung? Die sehe ich nicht. Ja? Warum? Weil die Anzeigeeinstellungen des Explorers so eingestellt sind, dass bekannte Dateierweiterungen standardmäßig ausgeblendet werden. Das hat als Dateierweiterung.txt. Das sehe ich nicht. Das stört mich. Ja? Deswegen kann ich da auf Optionen gehen. Ansicht. Und irgendwo muss es doch hier geben. Schauen wir mal, wo das ist. Vollständiger Pfad. Ordnerfenster. Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden. Hier ist es. Das gebe ich jetzt weg. Okay. Schau, jetzt steht es da. Das TXT. Ja, es hat also eine Erweiterung. TXT ist die Texterweiterung. Und da jetzt ein, wie öffne ich so eine Datei? Jetzt habe ich es einmal angeklickt. Ja. Und wenn das eine bekannte Erweiterung ist, wie zum Beispiel TXT, ja, dann kann ich da mit einem Doppelklick drauf fahren. Und dann öffnet sich der sogenannte Texteditor. Und da kann ich jetzt was reinschreiben. Ja. Das ist Heinzens Text der Liebe. Punkt. Bin ich zufrieden mit meinem lyrischen August? Ja? Datei speichern, das ist da oben. Das sind sogenannte Menüleiste, die hat jedes Programm. Da bietet das Programm eben irgendwelche Sachen an, was man machen kann. Und unter dem Dateimenü ist normalerweise eben der Speicher. Speichern. Gut, das ist Heinzens Text der Liebe. Jetzt ist er in mein neuer Ordner. Ne? Und jetzt lege ich irgendwann hier in mein Dokument lege ich einen Ordner an und neu, haben wir gesagt. Jetzt sag's einmal da oben her. Neu, Ordner. Also es schaut ganz genauso aus. Und jetzt sage ich meine liebe Familie. Da möchte ich alles drinnen haben, was mit meiner lieben Familie zu tun hat. Ne? Und jetzt ist natürlich diese Textdatei, die ich hier gemacht habe, Text der Liebe, das ist doch eindeutig für meine liebe Familie. Wie bringe ich den jetzt, wie bringe ich diese Datei dorthin? Gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1, öffnen, Datei, speichern unter, in das andere Verzeichnis wechseln, speichern drücken. Was ist passiert? Da gibt's den Ordner meine liebe Familie. Da ist der Text drin. Da gibt's mein neuer Ordner. Da ist noch immer der Text drin. Der ist noch immer drinnen. Das ist ja logisch. Ich habe den hier geöffnet, habe mir unter einem anderen Namen, unter einem anderen Ort, ich hätte ihm auch einen anderen Namen geben können, gespeichert. Und jetzt löse ich zweimal da. Und das war mal nix. Ja? Wir kriegen das wieder weg. Ich meine, natürlich, ich könnte ihn jetzt hier weglöschen, rechte Maustaste,
Geht das mit der rechten Maustaste gar nicht mehr. Öffne mit. Ja. Geht nicht mehr. Ah, da. Löschen. Windows 11 ist neu. Aha. Also da oben, löschen. Ja. Ich lösche den da aus meiner lieben Familie. Da, Buck, löschen. Weg, weg, weg. Das geht aber schnell. Schnell. Keine Angst, er ist nicht ganz weg. Er ist nur in den sogenannten Mistkübel verschoben und den kümmern wir uns in einem späteren Video. Ja, für uns ist jetzt einmal weg. Ja. Also das wäre eine Möglichkeit, den da rüber zu bekommen. Eine zweite Möglichkeit ist da oben mit den Dingen da. Und zwar hier, das ist kopieren. Wenn ich da drauf drücke, kopieren, buck, dann wird das so komisch anders eingefärbt. Und jetzt schaut es eigentlich aus, als wenn nichts passiert wäre. Aber ich habe hier ein neues Symbol, das heißt einfügen. Ja. Jetzt kann ich in den anderen Ordner gehen und sage hier einfügen. Jetzt ist es auch da, es steht da genau das gleiche drin. Das ist Heinzens Text der Liebe. Im Alten ist aber auch noch immer drinnen. Gut. Ja. Also löschen den wieder her. Weg! Ja. Mein neuer Ordner, da gibt es ja noch etwas. Da gibt es hier eine Schere, das ist ausschneiden. Schneide aus. So, jetzt ist es ausgeschnitten. Jetzt gehe ich rüber zu meiner lieben Familie. Jetzt füge ich es ein. Jetzt ist wieder da. Aufgemacht. Ist da. Ja, ist das Gleiche. Was ist mein neuer Ordner? Weg. Aha. Das ist also der Unterschied zwischen ausschneiden und kopieren. Okay? Ausschneiden ist wegnehmen, dort wegnehmen und woanders, wirklich woanders hin verschieben quasi. Ja? Kopieren ist eine exakte Kopie von dieser Datei woanders anlegen. Das ist der Unterschied. Ja? Kann ich auch so machen. Rechte Maustaste, da, kopieren, ausschneiden, umbenennen, Freigabe, und das können wir dann später, ja, so geht es. Oder ich mache es mit sogenannten Shortcuts. Shortcuts sind Tastenkombinationen, mit denen man auch Windows bedienen kann. Also wir haben gesehen, wie es jetzt auf dem Bildschirm geht. Eine wichtige Shortcut-Funktion ist Steuerung, Strink steht da auf der Taste, Strink, ja, das ist links oder rechts unter dem Schriftblock, ja, unter dem Buchstabenblock, Strink, jetzt drücke ich Strink und dann drücke ich noch gemeint Strink und dann zusätzlich noch ein Z. Und dann lasse ich wieder los. Das war eine Presentation, was? Mit Steuerung C habe ich genau das darum gemacht. Kopieren. Steuerung C. Manche haben vielleicht ein englischer, das steht, drauf, das steht Control. Das heißt nicht String, das heißt Steuerung. Control, Steuerung, ist nur eine deutsche Übersetzung. Okay, also jetzt haben Sie String C, Steuerung C, habe ich das kopiert. Jetzt wechsle ich in den neuen, in einen anderen Ordner. Und wie bringe ich den da rein? Ja, ich kann einmal einfügen, da klicken da oben, ist leicht, ja, das haben wir schon gemacht. Was ist die Tastenkombination zum Einfügen? Ist nicht Insert oder so, mit Steuerung I, sondern ist Steuerung V. Warum? Weil es gleich neben C ist. Ja. String F. Der Text der Liebe erscheint wie aus dem Nichts. Okay. Gut. Gibt es auch einen Shortcut fürs Löschen? Ja, den gibt's. Gibt sogar nur eine Taste, da brauche ich nichts drücken, da brauche ich nur auf drinnen entfernen. Weg. Tschüss. Wieder schön, Text der Liebe. Was ist das? Ja. Ich habe die Liebe in mir und bringe sie nicht nach außen. Ja, also das war Steuerung Z für Kopieren. Und was ist Ausschneiden? Ist A neben der Steuerung X. X. It's an X. X. Steuerung X. Ja? Und auf der anderen Seite Strumpf ist da. Der Text der Liebe ist wieder erschienen. Aber in meiner lieben Familie ist er weg. Ich habe gerade meiner lieben Familie meinen lieben Text entzogen. So geht das bei mir. Also so können wir das machen. Ja? So bedienen wir
den Explorer, können Unterverzeichnisse jetzt anlegen, können irgendwo Dateien hineinschieben, können die irgendwo anders hinbringen. Es geht übrigens nur eine Variante. Ich nehme den Text, jetzt möchte ich die Liebe wieder in meine Familie bringen. Ja? Ich nehme den Text, halte die linke Maustaste gedrückt, ziehe den hier hinein, ja, und lass den los. Jetzt ist er drüben. So leicht, gell? Drag and drop heißt das. Ich nehme, drage and droppe. Ja? Gibt's auch mit verschiedenen Tastenkombinationen. Ich nehme, drage, drücke Steuerung und droppe. Was ist jetzt? Jetzt ist er zweimal da. Jetzt habe ich kopiert. Mit Steuerung, Drag and Drop kann ich kopieren. Bist du deppert? Jetzt haben wir wirklich schon. Aber jetzt lasse ich die Liebe bei meiner Familie. Also, Dateien verschieben, Dateien erstellen, Unterverzeichnisse erstellen und dann das so hinschieben, wie wir haben wollen, sollten wir jetzt drauf haben. Ja? Mit Bedienelementen am Explorer, mit Shortcuts und mit Drag and Drop. Ja. Als nächstes Mal schauen wir uns ein bisschen eine speziellere Datei an, die heißt Link. Ja. Wie ein Link funktioniert, werden wir uns ansehen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.